Heute ist Vogelhochzeit. Anlässlich des Jahresbrauchs gibt es in den Lausitzer Backstuben wieder viel zu sehen. Auch in der Bäckerei und Konditorei Sellnack in Kamenz war man heute bereits in den frühen Morgenstunden eifrig dabei, allerlei Leckereien für die Kundschaft vorzubereiten. Zeit zum Verschnaufen blieb da kaum. Heute zur Vogelhochzeit ist natürlich bei uns hier ordentlich was los. Rumpf mal. Weil jedes Kind möchte natürlich seinen kleinen Obolus Vögelfüttern haben. Besonders typisch sind dabei die mit Zuckerguss überzogenen Teigvögel, auch sorbisch Srocki genannt. Größter Beliebtheit erfreuen sich auch die Schmetzel oder Beiservögel, die innen manchmal noch weich und klebrig sind. Auch sogenannte Cremenester, bestehend aus einem Keksboden, darauf eine Buttercremeschicht in Form eines Nestes mit dunkler Schokolade überzogen, gehören zur Vogelhochzeit. Auch der Bäckermeister ist natürlich gebürtiger Sorbe. Im Verständnis des Brauchs sind die Leckereien von Vögeln gebracht worden, die sich durch die Beteiligung der Kinder an der Winterfütterung bedanken. Am Vorabend des 25. Januar stellen Kinder einen Teller auf das Fensterbrett oder vor die Tür. Am nächsten Morgen finden sich darauf dann Süßigkeiten in Form von Vögeln oder Nestern.